Hallo, liebe Tabletop-Freunde. Ihr seht schon, die Box habt ihr schon bei meinen einmal letzten Videos gesehen. Eigentlich bei zwei der letzten Videos. Play Managers, amerikanischer Bürgerkrieg. Die Civil War Union Infantry in Sackcoats Skirmishing 1861 bis 1865. Genau, ihr wisst ja, Union Infantry. Ich habe ja im letzten Video schon gesagt, dass ich die als größtenteils für meine Confederate, also für meine Konföderierten, für die Südstaatler nutzen werde. Da kam natürlich von jemandem schon der Einwand, ah, aber die sind dafür total ungeeignet. Das sind ja Unionstruppen und überhaupt und die Sackcoats und die haben ja US-Sachen drauf. Ja, ich weiß, die sind als Unionstruppen ausgeschrieben. Aber, zwei Abers. Aber eins, ich mache das nicht knöpfchenzählermäßig, sprich Miniaturen, die mir gefallen und die in irgendeiner Art und Weise trotzdem passen könnten von der Uniform, werde ich trotzdem auf meine Konföderierten benutzen, weil ich es nicht hardcore historisch korrekt mache. Ist bei einigen anderen Sachen anders. Also beim Zweiten Weltkrieg-Sachen sehe ich das wesentlich genauer. Beim ACW nicht, weil es immer noch mehr so ein ich habe Spaß dran ist. Und zweitens, mir sind etliche Fälle bekannt, wo Unionsdepots überfallen und ausgeräumt wurden. Zum Beispiel Harper's Ferry wurde das ein oder andere Mal komplett ausgeräumt. Harper's Ferry war ein Versorgungsstützpunkt. Da gab es auch diese Sackcoats. Und es gibt da genügend Berichte, dass konföderierte Truppen, dass das geraubt wurde und angezogen wurde. Sei es jetzt in dunkelblau oder man hat es umgefärbt. Genauso werde ich etliche von den Metallschildchen, die dran sind, wegkratzen, abschleifen, dass man das nicht so entsprechend als Unionssachen erkennt. Und natürlich werden die meisten in Grau- oder Brauntönen angemalt. Ein paar werden aber natürlich auch einen Unions-Sackcode anhaben, den sie auch geklaut haben. Deswegen, wie gesagt, auch wenn es nicht hundertprozentig für manche stimmt, es ist auch noch ein Spiel, das Spaß machen soll. Mir gefallen die Miniaturen gut. Ich werde ein bisschen arbeiten. Und ganz abwegig ist es nicht. Ich habe mich dadurch ein bisschen eingelesen und auch mal in dem einen oder anderen amerikanischen Forum umgeschaut, was die so mit dem Gussrahmen machen. Und es ist zumindest nicht so ganz abwegig, dass man damit auch Konföderierte darstellen kann. Klar, wenn man es ganz genau macht und sich eine bestimmte Einheit raussucht, um die nachzubauen, und die hatten das nicht, vollkommen in Ordnung, vollkommen legitim, wenn ihr das so exakt machen wollt, habt Spaß dran. Ich mache es ein bisschen entspannter, mir gefallen die Minis einfach und das werden Konföderierte. Und keine Angst, ein paar Unionssoldaten baue ich auch draus. Aber jetzt mal zum wichtigen Teil. Die Box, die ihr anschauen wollt. Vorne drauf wieder ein sehr schönes Boxcover-Artwork, in dem Fall von Peter Dennis. Man sieht einfach die Soldaten, die in der Box sind. Ja, Skirmisher und Schießen. Und eine Originalgröße-Figur. Wir drehen das Ganze um. Und hinten drauf sieht man einzelne zusammengebaute, bemalte Figuren und so eine kurze Explosionszeichnung, wie man denn die Figuren zusammenbauen könnte. Und eine ganz kurze Erklärung, was ist hier drin. Ja, was drin ist, brauche ich euch nicht vorlesen, weil das schauen wir uns das nämlich an. Machen wir die Box mal auf. So, es ist drin. Moment, es fehlt noch was. Das ist nämlich auch noch drin. Wie man es von den Perrys kennt, ist ein schöner Bogen drin. So rum gehört er. Da sind zum Beispiel die ganzen Unionskorpsabzeichen drauf, die man nutzen könnte, wenn man Unionssoldaten draus bauen würde und so genau benormalen möchte, also verschiedene Korps aufbaut. Da ist eine Riesenübersicht drin. Wer es machen möchte, ist ein ganz netter Hinweis. Und auf der Rückseite oder Vorderseite, es gibt da keine Rück- und Vorderseite-Benennung, gibt es einmal zwei Fahnen, wobei ich da dieses Material nicht so toll finde. Ich finde es einfach ein bisschen zu dick und zu glänzig. Da gibt es Schöneres. Oder selbst gemalt, wer es kann. Aber was eben auch sehr schön ist, man hat hier Beispiele für die Bemalung, für den Zusammenbau drin, was man so machen kann. Ja, soviel zu dem Papierstückchen, was mit dabei ist. Dann sind zwei solche Gussrahmen dabei mit runden Bases. Ich habe es noch gar nicht gemessen, wenn ich ganz ehrlich bin, wie groß die sind. Wartet mal kurz, ich hatte hier irgendwo ein Lineal. Dann kann ich euch das nämlich gleich sagen, wie groß die sind. Ja, wenn ich es finden würde, könnte man es auch anschauen. Aber das Lineal, ah doch, da ist es doch. So, das sind, Moment, was ist ein Zentimeter, das ist ein Zentimeter. Das sind ziemlich genau 2 Zentimeter. Also 20 mm Rundbasis. Ich nehme ja 25 mm Basis für meine Figuren. Deswegen sind die bei mir zumindest für diese Box raus. Aber
Ich nutze ziemlich genau 20 mm Round Bases für meine 20 und 25 mm Sachen. 20 und 15 mm, sorry. Dafür sind die toll. Sind massig Bases. Einen Rahmen habe ich schon entsprechend ausgeschnitten. Der ist jetzt noch im Gussrahmen. Ja, schöne Bases. Ich nutze nicht für ACB, aber kann ich trotzdem brauchen. Es sind zwei Gussrahmen dabei, ist eine ganze Menge. So, dann seht ihr schon, viel, viel grau. Wir sortieren mal kurz ein bisschen. So, dann seht ihr, es gibt einmal, seht ihr noch nicht, es gibt einmal ganz viele von diesen kleinen, zwei von diesen großen und einen hiervon. So, diese kleinen Gussrahmen sind 3, 4, 5, 6, 7, einen habe ich schon verbaut, also waren es 8 Stück. So, guckt euch die mal an. Das sind die Skirmisher. Schauen wir uns gleich genauer an. Dann, von diesen großen gibt es zwei. Das ist quasi der normale Union Infantry Gussrahmen, den ihr in der anderen Box öfter habt. Also da sind dann weniger von denen dabei, dafür mehr von denen. Hier sind ja die Skirmisher, sind mehr von den Skirmisher dabei und weniger von der normalen Linieninfanterie. Und zu guter Letzt noch dieser hier, das ist der Union HQ Gussrahmen. Und Officers First heißt, den schauen wir uns zuerst an. Was ist hier drin? Hier sind drin 4 Miniaturen, massig Arme, massig Zeug. Da gehen wir gleich kurz ein bisschen genauer drauf ein. Schöner Guss, wie immer. Wir schauen uns trotzdem mal von vorne an, da sieht man ein bisschen mehr. Also, ich habe hier, muss ich gleich kurz gucken, die Möglichkeit, zwei Bannerträger zu machen. Ich habe nämlich zwei, Fahnenspitzen quasi. Ich habe die Möglichkeit, einen Musiker zu machen, und zwar zwei verschiedene. Ich habe hier einmal eine Trommel mit den Drumsticks-Händen und ich habe einmal eine Trompete. Ja, Signaltrompete, genau. Dann gibt es einen Revolver, einen Arm. Warte mal, ich habe hier noch was zum Zeigen. Das machen wir doch mal anders. Wo ist denn hier mein Modellierwerkzeug? Das hatte ich gerade in der Hand. Da ist es doch. Wir nehmen einfach das da. So. Ja, das ist schöner. Wir haben hier eben, genau, Drumsticks hatten wir schon. Wir haben hier einen Arm, der irgendwo hin zeigt. Wir haben hier einen Arm ausgestreckt mit Revolver. Wir haben hier drüben einmal den gezogenen Säbel, hier übrigens auch die leere Säbelscheide. Und wir haben hier noch einen Arm, der den Säbel in der Hand hält, in der Scheide. Trommel habe ich ja schon gezeigt, genau. Ich habe hier noch so eine Hand, die quasi nach oben erhoben, Stopp oder folgt mir oder winkt oder was. Ich habe hier ein Gewehr in der Hand, das nebenbei getragen wird. Ich habe 2, 3, 4 Kepis, 4 Hüte, darunter auch den normalen Standardarmee vom Anfang und ein paar eher zivil wirkende Schlapphüte. Ja, und dementsprechend habe ich noch 4 Minis, die ich eben als Offizier, als Bannerträger, als Sergeant, was auch immer, ausbauen kann. Der HQ-Gussrahmen. Bei mir wird das wahrscheinlich ein Offizier, vielleicht ein Bannerträger und auf jeden Fall 2 Musiker, weil Hornspieler habe ich noch keinen, das finde ich ganz cool. Und Trommler kann man auch immer brauchen. Mal gucken, was draus wird, was wir daraus basteln. Okay, einmal HQ. So, dann nehmen wir den Standard Linieninfanterie-Gussrahmen. Da haben wir schon. Es sind 5 Mann drin, das heißt, wir haben hier 10 Standard-Linieninfanteristen, die quasi in der normalen Haltung sind. Man kann sie entweder mit, das müsste Right Shoulder Shift sein, also sprich Gewehr, rechte Schulter und ich halte es unten am Kolben. Oder die hier drüben 5-mal quasi mit Gewehr bereit zum Chargen. Alle mit aufgepflanztem Bajonett. Genau wie es alle Gewehre hier sehe ich gerade, haben aufgepflanztes Bajonett. Wenn man das nicht haben will, muss man halt einmal beim Skalpell die Bajonette abschneiden, dann ist das machbar. Genau. Dann sind nochmal Hände mit dabei, die ein bisschen anders halten, wo man ein bisschen was umbauen kann. Ich habe wie immer bei den ACW-Gussrahmen von Perry die Möglichkeit, verschiedene Hüte aufzubauen. Auch hier wieder verschiedene Kepis mit dabei, verschiedene Hüte mit dabei. Und in diesem neuen, so ist er nicht mehr, aber relativ neuen Gussrahmen zum ersten Mal, ich habe hier quasi ein Toupet, sprich ich kann auch eine Figur ohne Hut machen. Werde ich vielleicht für den Offizier oder für einen Musiker nutzen. Müssen wir mal gucken. Der Gussrahmen ist 2-mal dabei. Ja, gibt es gar nicht viel dazu zu sagen. Es gibt hier, alle haben die Sackcoats an. Es gibt hier keine Varianz in den Jacken. Bei den Schuhen gibt es auch nicht wirklich. Die werden alle die Brodies anhaben. Alle haben Standard ihre Munitionstaschen mit dran. Ich habe hier 2 Jungs, die eine Decke umgelegt haben. Gucken wir gerade nochmal, ob hinten was anders ist. Nee, genau. Es haben, glaube ich, alle ihre Feldflaschen mit dran. Es haben alle ihre Munitionstaschen mit dran. Ja.
schöner Gussrahmen. Ich bin gespannt, mal welche zu bauen. Viel mehr, glaube ich, kann man dazu jetzt auch gar nicht sagen. Wir gucken uns mal den Hauptgussrahmen an, nämlich die Skirmish-Truppen. Drei pro Gussrahmen. Ich habe einen knienden, einen stehenden, einen laufenden. Ich habe drei Gewehrarme und 1, 2, 3, 4, 5, nicht verzählt, genau, 5 andere Dinge tuenden Arme quasi und kann da verschiedene Sachen mitbauen. Genauso habe ich wieder drei Kepis, drei Hüte und eine Munitionstasche, weil ich muss gerade kurz gucken, ich glaube der Laufende, genau, der hat nämlich die Munitionstasche nicht dran, da kann man sie noch mit hinkleben extra. Da kann man die verschiedenen Sachen draus bauen. Man kann einen jemanden draus bauen mit dem hier, der gerade mit dem Ladestock das Gewehr nachlädt. Man kann einen bauen, der gerade mit einer der Hände die Papierpatrone oben im Lauf reinpackt. Man kann jemanden machen, der gerade ein Zündhütchen auflegt, der gerade eine Patrone aus der Tasche holt. Also ein bisschen mehr Bewegung in das Ganze reinbringen. Auch ein sehr schöner Gussrahmen. Da ich ja kein großes regimenterbasierendes Massen ACW-Spiel spiele, spielen möchte, sondern Skirmisher-Ebene, also auch gerne mit kleineren Truppen spielen. Und bei kleineren Truppen sehen wir da einfach zwei Regimenter oder zwei Trupps, die da mit Right Shoulder Shift aufmarschieren, einfach ein bisschen langweilig aus. Ist es eine schöne Box, weil ich eben mehr Bewegung reintun kann, mehr verschiedene Posen machen kann. Genau, die Gussrahmen sind untereinander auch vollkommen kombinierbar. Also ich kann den mit dem und auch den, also ich kann die alle drei kombinieren, wie ich möchte. Sie müssten theoretisch auch mit den anderen Gussrahmen der Parrys vom ACW kombinierbar sein. Ich habe es schon mal mit den Kanonieren versucht und ich habe noch ein paar Reste von meinem American Civil War Soldier, also den man auch als Unions- oder Konföderierten-Truppen hinstellen kann. Es geht, es ist nicht exakt das Gleiche, aber man kann da durchaus kombinieren. Sogar bei den Hüten kann man das sehr gut. So, jetzt denke ich mal, wollt ihr sicherlich sehen, wie sehen die hier aus? Was kann man daraus bauen? Und im letzten Video habt ihr gesehen, ich habe schon welche gebaut. Oh, da sind sie, die drei. Ich habe einmal den stehenden gemacht. Der legt an, zielt, schießt gerade, wie auch immer. Da ist die Patronentasche. Habt ihr mein Kepi gegeben. Ja, schöne Miniatur. Passt, schießende Figuren hat man ja bei den Kunststoffbausätzen sonst eher selten beim ACW. Finde ich persönlich, gerade für Skirmisher ist das eigentlich ganz wichtig. Dann den zweiten stehenden, den ruhig stehenden quasi, man sieht ja, der läuft nicht wirklich, sondern der steht ganz entspannt. Der hat das Gewehr in der Ladehaltung quasi. Der holt gerade eine Papierpatrone raus. Werde ich ähnlich nochmal bauen, dass er dieses kleine Täschchen hier unten, das sieht man hier, wo mein Finger hin zeigt. Das ist sehr klein. Das ist das Zündhütchen-Täschchen. Viel zu viele Verniedlichungen. Die Zündhütchentasche, werde ich auch noch welche bauen, die dann dahin greifen. Kann man alles relativ simpel machen. Auch der hat ein Kepi auf, was ich hier ganz schön finde. Der hat an seinem Beutel eine Tasse an seiner Flasche hängen. Das finde ich echt ein ganz nettes Detail. Und den knienden. Und das gibt es ja bei ACW-Kunststoffbausätzen eher selten, dass man mal jemanden hat, der nicht steht, sondern einfach eine kniende, eine sitzende Person hinzubauen. Finde ich sehr, sehr schön. Der, wie ihr seht, da habe ich den Ladestock mit benutzt. Der ist gerade dabei, sein Gewehr nachzuladen, was im Knie eine Bayonett drauf nicht unbedingt Spaß macht. Aber ich finde, das macht was her. Es ist mal was anderes, es sind nicht immer die gleichen Posen. Man kann da viel bauen. Ich werde auch einen knienden Schützen machen noch. Da gibt es viele Varianten. Werde ich auch mal zeigen, wenn da mal ein bisschen was fertig ist und die Varianten durchgebaut sind. Kriegt ihr die auch noch mal zu sehen. Ja, mein Fazit. Schöner Bausatz von den Parrys wie immer. Da erwartet man ja eigentlich mit jedem neuen Bausatz, der rauskommt, wieder ein bisschen was Besseres, ein bisschen mehr tolle Posen, neue Ideen, neue Sachen. Und man wird, glaube ich, selten wirklich enttäuscht. Weil an sich gibt es bei einem ACW-Gussrahmen jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Eben, ich kann dieses geschulterte Gewehr machen, ich kann das Gewehr mit Bajonett zum Angriff runtergesenkt machen, ich kann, wie hier, eine schießende Position, nachladende Position, mal was Kniendes machen. Viel mehr ist auch gar nicht sinnvoll. Liegende Schützen, ja, gab es bei den Scharfschützeneinheiten und das haben sich sicherlich mal ein paar Leute hingelegt und so. Aber für den großen Spieltisch, wenn ich ein Regiment hinstelle, wo ich im Pro-Regiment 12 bis 20 bis 30 Mann reinstellen möchte, um es nach Masse aussehen zu lassen, brauche ich
halt nun mal das, was ich hier habe. Ja, glaube ich, wie viele Figuren sind drin? Das wäre ja was interessant, wie viele Figuren sind drin? 38 Figuren. Das ist eine Menge. Heißt für mich, für Rebels and Patriots, damit kann ich ganz entspannt meine Konföderierten entsprechend genug aufrüsten und ich kann meine Unionstruppen als Gegner entsprechend aufrüsten und dann auch ein bisschen Plänkler mit dazu packen. Für alle anderen, ich weiß noch nicht, wie viele Figuren man pro Regiment, pro Trupp in einem großen Spiel hinstellen muss. Auch dafür ist es, glaube ich, eine ganze Menge. Ich meine, wenn wir mal von 12 Mann pro Trupp ausgehen, dann sind das 3 Trupps und ich habe noch 2 Mann übrig für was auch immer, Fahnenträger, Anführer, Musiker. Ja, ich finde es eine schöne Box. Preislich ist sie eigentlich ganz okay. Viele Figuren drin, schöne Posen, sauber gegossen. Ich musste fast nichts entgraten. Also, ja, es sind ein paar ganz feine Gusslinien mit dran. Die sind aber zu verkraften. Ich werde sie noch ein bisschen entsprechend abkratzen. Das ist aber nichts Schlimmes. Ja, meine Meinung ist eine schöne Box. Die wird mir viel Spaß machen, sie zu bauen und später auch zu bemalen. Ich werde euch dann mal, wenn ich fertig gebaut und bemalt habe, mal ein paar davon zeigen. Ansonsten, wenn ihr Fragen zu der Box habt, Ideen, eure Meinung zum Thema, ich nutze sie als Konföderierte, könnt ihr mir auch gerne reinpacken. Ich werde da nicht unbedingt das Thema tot diskutieren, weil ich habe es euch ja gesagt, ich mache es, weil ich Spaß dran habe und nicht, weil ich Knöpfchen zählen möchte. Was aber vollkommen okay ist, wenn ihr das macht, habe ich gar nichts dagegen, bin ich in anderen Bereichen auch so. Ja, ansonsten, kauft viele neue tolle Boxen, baut, bemalt, bastelt, spielt, habt Spaß, stellt Armeen auf. Ich wünsche euch Würfelglück und schöne Spiele, Spaß mit Freunden, wenn ihr am Zocken seid. Und sonst euch noch einen schönen Abend, Nacht, Morgen, Mittag, wann auch immer ihr es anschaut. Euer Flo von Flo's Tabletoperei. Ciao. Ja, soviel zu der Paddybox. Genau, ich hatte das Video schon beendet, aber ich muss noch was hinzufügen. Es gab nämlich, wer meine Videos gesehen hat, einen kurzen Input, eine kurze Info vom Zinnsoldaten. Der hat mich auch in einem vorletzten Video erwähnt. Ich packe euch den Link unten in die Comments zu diesem Video, in dem er meinte, was nicht ganz verkehrt ist, wartet kurz, wo habe ich die Box? Da. In der er meinte, das ist für die Konföderierten nicht so optimal. Ich habe schon was im Video dazu gesagt. Ich dachte mir aber, da seit dem Drehen des Videos und dem jetzt, was ich hier gerade dazu drehe, ein bisschen Zeit vergangen ist, sage ich was dazu. Zum einen finde ich es sehr, sehr cool von dir, Zinnsoldat, dass es, glaube ich, ein sehr cooler, interessanter Austausch wird zwischen uns. Ich habe schon gesehen, du hast ein neues Video gepostet. Den Teil 2, also Teil 1 war ja Warum ACW und Teil 2 ist jetzt Uniformen des Bürgerkriegs. Schaue ich mir, nachdem ich das hier gedreht habe, an. Ich bin sehr gespannt. Also ich habe mir beide Videos anschauen, habe ich beide noch nicht angeschaut. Wird sehr interessant und ich hoffe, dass das ein weiterer sehr interessanter Austausch wird. Ich werde die Box trotzdem für ACW, nein, für ACW sowieso, ich werde die Box trotzdem teilweise für meine Konföderierten benutzen. Weil es gibt durchaus ein paar Schauplätze und Zeiten, in denen auch Konföderierte diese Jacken angehabt haben. Ich werde aber auch noch dazu, wenn die Box fertig gemalt ist, also ein Großteil wird Union, ein Teil wird eben Konföderierte, wenn die Box fertig ist und meine Zinnfiguren fertig sind, werde ich mir noch eine Box Konföderierte dazu holen und das als Konföderierte bemalen, dass eben da nicht zu viele von diesen Mänteln oder diesen Jacken mit dabei sind. Ich finde es immer sehr interessant. Ich selber bin in einigen anderen Zeitaltern ja auch so ein Knöpfchenzähler und Pfennigfuchser, was das angeht. Also gerade Zweiter Weltkrieg zum Beispiel oder auch entsprechend im späten Mittelalter, wo ich dann auch sage, Leute, entweder macht das gescheit oder lasst es gleich sein. War ich im ACW? Dachte ich eigentlich auch. Aber ich beschäftige mich jetzt noch ein bisschen mehr damit. Beschäftige mich ein bisschen mehr damit, in welchen Situationen hatten denn die Konföderierten eben entsprechend diese Jacken und inwiefern passt es denn gut dazu. Ich freue mich einfach, dass YouTube-Videos von zwei Leuten, die einen kleinen Fankreis, einen kleinen Kreis, das sie anschaut haben, doch dazu führt, dass man sich mal direkt austauscht. Sei es über Kommentare, sei es über Videos, vielleicht demnächst auch mal gerne schriftlich oder sonst irgendwie. Und dass dabei eigentlich was Konstruktives rauskommt. Und das ist das, warum, ich glaube, wir alle dieses Hobby machen, um mit gleichgesinnten Ideen auszutauschen, zu quatschen. Aber du wirst auch mal Kritik auszutauschen, auch zu sagen, hey, ich an sich finde ich cool, was du machst, aber überleg mal, ist das so, wie du es machst, gerade
gut und sinnvoll oder willst du es noch ein bisschen genauer, noch ein bisschen, Achtung, böses Wort, historisch korrekter machen? Ja, das wollte ich einfach noch ergänzen. Gerade für dich, Zinsersaat, dass mir ist nicht egal, was du gesagt hast, weil ich das sehr, sehr interessant, sehr spannend finde und mir da auch jetzt noch mehr Gedanken mache und mich noch mehr mit der Zeit beschäftige, als ich es im Grunde eh schon tue. Aber jetzt auch gucken werde, wie viele Belege dafür, es dafür gibt, dass diese SEC-Codes, also diese, warte mal, wir gehen noch ein bisschen rein, diese, wo sieht man es denn? Hier sieht man es schön. Diese, ja, ein bisschen längeren Jacken, also die Shell-Jackets, die Konföderierten, die beide Seiten hatten aber die Konföderierten sehr viel, also die quasi nur bis Gürtellinie gehen, sehr eng geschnitten, sehr körpernah geschnitten. Oder eben die langen, die Frockcoats, also die Gedöcke auf Deutsch, Gedöcke müsste es richtig sein auf Deutsch, also die wieder sehr langen Jacken, die auch von beiden Seiten benutzt wurden und tausend andere Jacken, die benutzt wurden. Aber dass eben auch diese Sackcoats durchaus teilweise bei den Konföderierten benutzt werden. Ja, ich weiß, die Trinkflaschen stimmen eigentlich nicht so ganz. Und ich werde auch ein paar von den US-Buckles, von den Munitionstaschen, die US-Plaketten, stehen nicht US drauf, aber da ist diese ovale Messingplakette drauf, die werden runtergekratzt und abgefeilt, damit das ein bisschen mehr nach Konföderierte aussieht. Und auch sonst werde ich ein bisschen dann rumbasteln. Aber genug Gelaber jetzt, ja? Danke dir für deinen Kommentar, danke dir für die Erwähnung im Video. Rückerwähnung jetzt quasi. Ich schaue mir gleich deine beiden Videos an und dann werden wir da, glaube ich, einen sehr lebhaften weiteren Austausch führen. Jetzt aber genug Gelaber und genug erzählt. Fröhliches Bemalen, fröhliches historisches Informieren. Euer Flo von Flo's Tabletop-Barei. Ciao.